Leute, da draußen wird teilweise so viel Unsinn verbreitet. Zum Beispiel Thema Neukundengewinnung versus Bestandskundenpflege. Na? Die Zahl 6 bis 7 Mal mehr Aufwand, also es kostet dich de facto mehr, 6 bis 7 Mal mehr Geld, einen Neukunden zu gewinnen, als wie einen Kunden zu halten. Das ist irgend so eine Zahl, die hat halt irgendjemand mal in irgend so einem amerikanischen Marketingbuch gelesen, ja. Und dann wurde das von diversen deutschen Influencern wurde das dann verbreitet, zum Beispiel Pascal Faye von Mehr Geschäft, Dirk Kräuter, Alex Fischer Düsseldorf, ich weiß nicht, wer noch, Bodo Schäfer, wer auch immer, wirklich starke Influencer haben das dann einfach verbreitet, diese Zahl 6 bis 7 Mal mehr, als wie kostet dich das mehr, einen Neukunden zu gewinnen. Und dann plappert das irgendwie die komplette Welt, also die komplette Bevölkerung, ja, die kompletten Coaching-Bubble, Agentur-Bubbles, jeder plappert das einfach dann nur noch nach, jahrelang. Es hat aber gerade mal wirklich null mit der Realität zu tun. Warum? Ich gebe dir mal ein ganz großes Beispiel. 6 bis 7 Mal kostet dich es mehr, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu halten. Okay. Ich kenne Bereiche, da geht es, sagen wir, um 6- oder 7-stellige Projektsummen, zum Beispiel Programmierung eines Kundenservice-Portals für ein Maschinenbauunternehmen, für einen Elektrofachhandel, der irgendwie 3 Milliarden Euro Umsatz macht mit 27 verschiedenen Auslandsgesellschaften und so weiter und so weiter. Also diesen wirklich High-End-B2B-Bereich. Da würde ich die Generierung eines Neukunden wahrscheinlich 20 Mal oder 30 Mal mehr Aufwand bedeuten für dich oder längeren Zeitraum oder auch Vertriebsbauer, als wie jetzt einen bestehenden Kunden, wo du schon ein Kundenservice-Portal baust, noch ein paar Erweiterungen weiterzumachen und den einfach weiterzuhalten. Könnte dich 20, 30 Mal mehr kosten, Neukunden zu gewinnen. Andersrum habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus meiner eigenen Firma. Da hat bei mir auch mal ein Kunde geschwächelt, habe ich mir mal gesagt, okay, konzentriere mich etwas mehr auf diesen Kunden. Dann habe ich mir jetzt mal 3 Monate genommen, das ist schon wieder ein Jahr her, und habe mich dann, ich persönlich, nur auf diesen einen schwächelnden Kunden, weil ich es mir damals auch leisten konnte, weil es eben gut lief, zu konzentrieren. Dann haben die 3 Monate nicht ausgereicht, dann habe ich nochmal 2, 3 Monate nochmal dran gehängt. Also summa summarum habe ich 6 Monate gebraucht von meiner primär persönlichen Arbeitszeit, Energie, Zeit, Geld, ja. Um diesen Kunden, der ein bisschen schwächelte, weil ich ihn unbedingt halten wollte, weil mir sehr sympathisch war, wieder auf den Laufenden zu bringen. Andersrum habe ich bereits in der Vergangenheit, ich glaube, was war bis dato der schnellste Neukunde, den ich gewonnen habe, für mich selber? Ich glaube, ein bisschen Recherche und 2 Telefonanrufe und 2 Teams-Calls oder Zoom-Calls. 2 Zoom-Calls, das war jeweils 1 Stunde, und 2 Telefonanrufe. Und den Kunden habe ich dann für 60.000 Euro abgeschlossen, für 6 Monate. 6 Monate 60.000 Euro ungefähr. Habe ich da jetzt, um den Bestandskunden zu halten, nicht ungefähr 100 Mal mehr Aufwand betrieben, als wie jetzt den Neukunden zu gewinnen? Also genau andersrum, oder? Oder nicht? Also Leute, glaubt nicht immer das, was alle sagen und was alle ständig nachplappern da draußen. Das ist absoluter Nonsens. Nicht immer, aber oft oder häufig sogar. Desto häufiger es nachgeplappert wird, desto größer ist der Nonsens. Ja, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also die Zahl 6 bis 7 Mal, nochmal abzuschließen, das Video. Die Zahl 6 bis 7 Mal, dass mich das mehr kostet, generell immer 6 bis 7 Mal kostet mich ein Neukunde mehr, wie einen Bestandskunden zu halten. Ja, 6 bis 7 Mal mehr. Ja, das ist einfach so eine Nonsenszahl, die der Realität überhaupt gar nicht entspricht. Ja, ist einfach nur Blödsinn. Ja, das kann mal so sein, das kann mal in die eine Richtung komplett extrem sein, das kann auch in die andere Richtung komplett extrem sein. Und nicht nur einmal, sondern häufig. Sogar, ja. Also es ist in den allerseltensten Fällen, es ist 6 bis 7 Mal. Es hat halt irgend so ein amerikanischer Marketing-Guru mal in ein Buch reingeschrieben, dann haben das ein paar Influencer in Deutschland gelesen, dieses Buch, dann haben das verbreitet in ihren YouTube-Videos und so weiter und dann hat es irgendwie 50.000 andere
Subinfluencer haben es dann nachgeplappert. Ja, also es ist einfach nur Blödsinn. Letztendlich ist es wirklich nur Blödsinn, muss man echt zu knallhart sagen. Also, das soll es gewesen sein. Mein Wort zum Freitag. Ich bin ein bisschen müde, habe die letzten zwei Nächte sehr schlecht geschlafen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao, ciao.